Hallo zusammen und herzlich willkommen zu YouTube News. Wie gesagt, das Video ist jetzt vorgedreht, werde ich jetzt auch öfters machen. Und ich habe jetzt insgesamt 10 Videos. Ich blende euch die Bilder ein und verlinke es euch in der Videobeschreibung. Wir können wie immer darüber diskutieren. Und jetzt wundert euch nicht, dass da eine Tasche drüber hängt. So, weg ist sie. ja, kommen wir gleich mal zum ersten. Der Tamari. Der zeigt einen Selbsttest, wie man in einer Woche Darts lernt. Also Darts, das sind halt die Pfeile, ne? Wisst ihr vielleicht, und da macht er ein Selbstexperiment, wie man das lernen kann, in einer Woche. Ich weiß zwar nicht, was man dafür lernen muss, das hat mich auch nicht großartig interessiert, aber ich habe mal reingeschnuppert, der zeigt es halt, ja, und damit kommen wir auch schon zum nächsten. Der Flip Floyd, das ist der Lee Floyd, das sein zweiter Kanal heißt Flip Floyd. Und im zweiten Kanal tut er halt zocken, kochen und so. Und im Hauptkanal bringt er halt seine Lee Use, also seine Use. Ne? Und im zweiten Kanal, den Flip Floyd, da hat er das mal mit einer anderen Frau zusammen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das ist. Aber das macht er mit einer anderen Frau, und zwar Pizza mit Kohlroulade. Und da schreibt er auch noch drunter, ohne Spaß, das haben wir gemacht. Also, ich habe mir das mal anguckt, das schaut aus, also meiner Meinung nach, ich würde es nicht essen. Ja. Aber, wenn es interessiert, könnt ihr mal reingucken. Dann der Kuchen-TV, der hat ja... Den habe ich ja ein paar Mal gehabt mit schlechten Nachrichten. Heute hat er wieder Cake News rausgebracht. Und unter anderem hat er über den Drachenlord geredet, da der ja obdachlos ist. Der ist ja aus seinem Haus raus und ist jetzt irgendwo in der Straße unterwegs. Und auf der Straße unterwegs. Und der Kuchen-TV hat rausgefunden, dass der irgendwie die Adresse geleakt hat, wo er seine anderen Gegenstände aus dem Haus, gelagert hat. Dann, das nächste ist vom Kanal Mythenakte. Der hat gebracht, dass eine englische Streamerin, eigentlich amerikanische, weil da steht auch im Video unten dran, weil er es übersetzt, steht dran, sie kommt aus Washington DC, also eine amerikanische, sagen wir es mal so. Eine amerikanische YouTuberin, die Haare gefallen mir überhaupt nicht von der, aber gut, egal. Die ist auf jeden Fall entführt worden, unter laufender Kamera von so einem Taxifahrer, so wie ich das verstanden habe. Und dann nach einer Zeit lang ist sie aber anscheinend wieder freigelassen worden, weil die ist eingestiegen ohne irgendeine Verletzung, ohne irgendwas, und ist dann nach einer Zeit wieder rausgekommen. Keine Ahnung. Der Keio, das nächste. Der Keio, der testet gelegentlich so Apps aus Google Play, ne, aus Google Play Store. Und da hat er jetzt 3 gruselige Countdown-Apps, nennen sich die, getestet. Das ist ganz interessant zum Angucken. Ich weiß natürlich nicht, ob das Fake ist, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Er sagt, das ist kein Fake, aber schaut es euch selber an. Auf jeden Fall, die Countdown-App, das erklärt er auch im Video, das sind solche Apps, wo dir zeigen, wann du stirbst. Bei ihm waren es jetzt 8 Tage, ein paar Monate, nee, 8 Jahre, ein paar Tage, ein paar Stunden und Sekunden. Ne?
Und er hat halt alle drei getestet und ich glaube, die erste, die ist sehr gut ankommen. Ne? Die erste App. Dann haben wir die Kanzlei WBS. Die habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, seit ich die YouTube mache. Die YouTube-News mache. Und der hat was gebracht wegen dem Krieg zurzeit in der Ukraine, was ja zurzeit ganz aktuell ist. Und da hat er eben gebracht, dass jetzt sogar die Deutschen freiwillig in den Krieg in die Ukraine ziehen, um sich da mitzumischen. Und er erklärt auch, ob das jetzt Mord ist, dann, wenn sie zurückkommen, oder was da eigentlich jetzt genau Sache ist. Dann sind wir bei der Nummer 7. Das ist eigentlich ein älteres Video von dem Kanal Creepypasta Punch. Und zwar geht's darum, was mit der Marina Joyce passiert ist. Marina Joyce kennen wahrscheinlich einige, wenn nicht alle. Das ist die englische YouTuberin, die vor ein paar Jahren entführt worden sei und da war Mords zum Mult, ist alles viral gegangen in YouTube, ne, wie so vieles, aber das war schon brutal, das war glaube ich 2016, das war in der Anfangszeit, wo ich sogar noch mit dem Basti Videos gemacht habe, da ist es gerade viral gegangen, das weiß ich noch genau. Auf jeden Fall haben sie da geschrieben, ja, wenn sie in Gefahr ist, soll sie zwingen. Und dann hat man in irgendeinem Video quer gesehen. Aber gut, ich brauche das glaube ich nicht alles erklären. Auf jeden Fall, der Creepypasta Punch, der hat den neuesten Stand, wie es jetzt mit der Marina Joyce überhaupt ausschaut, ob es derer noch gut geht, was die macht und so. Ja, das sagt er in seinem Video. Die Nummer 8 und 9 ist beides vom selben YouTube-Kanal, vom Glonder 77, Planet 77. Und zwar ein Drachenlord, seine Schwester ist es, glaube ich. Ich habe keine Antwort gekriegt, ich habe es ihn in die Kommentare gefragt, aber er hat mir keine Antwort gegeben irgendwie. Naja, vielleicht kommt es ja noch, aber ich vermute mal Ramona, weil viele immer sagen Ramona Winkler. Also, vielleicht ist es sogar die Schwester Glonder 77 vom Planet 77, falls du das Video siehst. Ich habe da in die Kommentare die Frage gestellt, ob das ein Drachenlord seine Schwester ist. Vielleicht kannst du mir ja Antwort geben. Hm? Hier in die Kommentare oder, unter, oder in deine. Und ich habe auch in die Kommentare schon gelesen, dass das angeblich die Schwester vom Drachenlord ist. Viele sind der Meinung, ja, weil die auch so Blinklichter macht in dem Raum. Und ich verlinke euch da zwei Videos von der. Einmal Ramona hört einmal Hagebuttene Drachenlord Remix und das zweite eine Kugel Mozzarella von HIZ. Also schaut es euch einfach mal an und in die Kommentare bei den Glonder 77 vom Planet 77. Da steht auch noch in den Kommentaren, dass die Ramona in Twitch streamt. Twitch habe ich leider nicht, aber vielleicht lade ich mir mal runter. Ich muss mir das nur überlegen. Weil wenn so viele YouTuber, YouTuberinnen, die ich gern angucke, in Twitch sind, vielleicht lade ich mir das Twitch dann doch nochmal runter. Ich hab's ja vor x Jahren schon mal gehabt, das Twitch. Hab sogar mal selber live gestreamt in Twitch. Aber gut, muss ich noch überlegen. Und das letzte, das habe ich kurz vorm Aufnehmen noch abgespeiert und entdeckt. Und zwar die Nati Style. Das ist eine Schweizerin ist das. Hm? Die zeigt uns, wie sie ihr Zimmer umgestaltet. Natürlich gestaltet sie das nicht allein um, sondern mit einer Freundin und ihr Kumpel oder ihr Freund, der hebt die Kamera und filmt die Mädels beim Umstellen. Ist natürlich praktisch, wenn man einen Freund oder Freundin hat, die dann die Kamera hebt.
Das ist natürlich ganz praktisch. Und wie gesagt, bei dem Glonder 77, ob das wirklich die Schwester vom Drachenlord ist, ich halte euch auf dem Laufenden und wenn ihr Antwort kriegt, dann gebe ich es euch im nächsten Video Bescheid. Ansonsten waren das jetzt alle 10 Sachen für die Ausgabe Riegel, YouTube-Views. Wann die nächsten kommen, gebe ich in der Community, Facebook, Twitter, Instagram und in dem Infovideo bekannt. Na? Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, wenn ihr da draufklickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, die stehen wie immer im Bild und in der Videobeschreibung. Die Videos, von denen, wo ich euch jetzt berichtet habe, sind verlinkt. Und wo mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Und über die Themen können wir wie immer in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns.